Was geht und willkommen zurück zu Project Hospital. Jo, es geht weiter mit Tutorial Nummer 3. Und hier geht es darum, ja, die Krankenhausverwaltung so ein bisschen zu lernen und ja, einzusteigen, wie es geht mit Mikromanagement. Ich lese mal vor, wie es weitergeht. Hey Chef, nachdem wir das Diagnostizieren und Bauen aus dem Weg geschafft haben, wussten wir, dass du noch ein weiteres Talent hast, das dich wieder ein wenig auffrischt. Auf weiter. Lass uns einen genaueren Blick auf die Krankenhausverwaltung werfen. Genau. Hat ja eben erwähnt, die Krankenhausverwaltung sind wir kurz im letzten Tutorial nur durchgegangen. Da ging es ja so um die, um das Einrichten der verschiedenen Abteilungen. So, wir klicken mal auf den Verwaltungsmodus. Dieser Modus gibt dir alle Informationen über deine ausgewählte Abteilung, deinem zugewiesenen Personal und deine Räumlichkeiten. Es fungiert auch als Checkliste, um deine Abteilung richtig zum Laufen zu bringen. Genau, wir hatten ja hier in der letzten Folge auch schon gesehen, wir brauchen für die Notaufnahme Wartezimmer, Arztzimmer, die sind ja relevant, ein Empfang, Abstellraum und dann gibt es noch so optionale Zimmer. Du kannst dir aussuchen, wer der Oberarzt wird. Sei vorsichtig mit deiner Auswahl. Es kann große Auswirkungen auf die Produktivität deiner Mitarbeiter haben. So. Wo kann man denn den Oberarzt? Ah, hier kann man sogar einen Oberarzt einstellen. Also für die Abteilung Notaufnahme können wir hier sogar einen Oberarzt festlegen. Gucken, ob wir hier einen geeigneten haben. Facharzt, Spezialist und Facharzt dann wohl eher nicht. Assistenzarzt anscheinend auch nicht. Einen Spezialist haben wir hier noch. 2,5 Sterne. Der hat 2 Sterne. Chefarzt, Assistenzarzt. Der hätte 3 Sterne. Also ich denke mal, Jane Brown wäre da am besten als Oberarzt geeignet. Wir wählen einfach mal die Jane Brown aus. Zack. Was das jetzt genau bringt, weiß ich nicht. Wir haben jetzt einfach mal eine ausgewählt und klicken mal auf Weiter. Dein Sicherheitslevel ist eine sehr wichtige Einstellung bezüglich deiner Diagnosen. Es bestimmt, wie vorsichtig deine Ärzte die Entscheidung über eine Diagnose treffen und wie genau sie nach versteckten Symptomen suchen, okay? Also wenn wir Mittel, stellt den Wert der Gewissheit ein, mit der Diagnosen bestätigt werden sollen. Stellt den Wert der Gewissheit ein mit der Diagnose. Ach so, wir haben einmal niedrig und ja hoch. Also hoch. Wenn wir hoch auswählen, werden mit Sicherheit sehr, sehr viele Diagnosen gemacht, beziehungsweise Untersuchungen, bevor eine finale Diagnose festgelegt wird. Bei Mittel ist das wahrscheinlich so ein Mittelding und bei ja, niedrig werden wahrscheinlich wenige Untersuchungen gemacht und es wird sich schnell auf eine Diagnose geeinigt. So rattern wir natürlich schnell viele Patienten durch, aber mit dem Nachteil, dass wir wahrscheinlich auch Falschdiagnosen feststellen werden. Deshalb, ich lasse einfach mal auf Mittel. Ich denke mal, das ist erstmal für den Start ganz gut und sehen, wie das läuft. Arbeitsplätze bestehen aus einem Schreibtisch, einem Stuhl und einem PC. Wenn sie korrekt gebaut werden und tauchen um Verwaltungsmodus auf. Okay, tolles Deutsch. Durch sie stellst du deine Mitarbeiter an. Sie zeigen den Tag- und Nachtdienst. Genau, das hatten wir auch. Links haben wir den Tagdienst und rechts haben wir den Nachtdienst. So, wir haben in der Notaufnahme aktuell 5 Arbeitszimmer bzw. Arztzimmer. Aktuell aber noch keine Mitarbeiter, nur hier diesen einen, den Fraser Martin. Klicken wir auf Weiter. Sehen wir uns deine Anstellungsmöglichkeiten an. Klicke auf einen leeren Arbeitsplatz ohne Porträt, um die Anstellungskarte zu öffnen. Das heißt, wir müssen hier auf einen leeren Arbeit. Wir klicken mal dieses Arztzimmer an. Hier wieder Tagesdienst und schauen, wer uns zur Verfügung steht. Hier siehst du 4 Jobkategorien: Ärzte, Pflegerinnen oder Pfleger, technische Assistenten und Hausmeister. Du kannst die Erfahrungen, Fähigkeiten und Höhe des Gehalts einsehen. Auch die Charaktereigenschaften spielen eine große Rolle, sind aber oft noch unbekannt. Genau, hier haben wir Ärzte und das sind so fortgeschrittene Diagnosen. Okay.
Fortgeschrittene Diagnose. Die fortgeschrittene Diagnose gibt den Ärzten Zugriff auf weitere Diagnosen. Okay. Das sind nochmal ganz spezielle Ärzte. So, weiter. Wenn du nicht glücklich mit deiner Auswahl deiner Kandidaten bist, wird die Jobagentur gegen eine kleine Bezahlung glücklich sein, dich mit einer neuen Auswahl an Kandidaten zu bestücken oder versteckte Eigenschaften für dich aufzudecken. Okay, also hier können wir Geld zahlen, um neue Kandidaten zu generieren, Eigenschaften aufzudecken oder Charaktereditor gibt es auch. Nice. Also man kann sich hier seine eigenen Ärzte und ja, oder Personal erstellen. Wir können ja mal die Eigenschaften aufdecken. Ich vermute, das sind diese Dinger hier. Wir machen das mal. Ah, okay. Also, wir haben jetzt alle Eigenschaften der des Personals aufgedeckt. Okay, wenn hier eine Zahl stehen würde, heißt es, die haben noch versteckte Eigenschaften. Wie viel kostet das denn mit den Eigenschaften? 1000 Dollar. Jetzt nicht allzu viel. Was gibt es denn so für Eigenschaften? Nachtmensch. Okay, die werden wohl eher geeignet für Nachtdienst. Alkoholiker, ui, okay. Fleißiger Mitarbeiter und diagnostisches Genie. Extra Begabung für Diagnosen. Okay, wir machen mal auf weiter. Du stellst jemanden an, indem du auf sein Porträt klickst. Du kannst von der Angestelltenkarte aus auch einen Arbeitsplatz zuweisen. Nachdem du ihn angestellt hast, siehst du die erlaubten Rollen für den Mitarbeiter bei seinem Arbeitsplatz. Wir klicken mal die Dame hier an, die Rachel Thomas. Ist, ja, eine Ärztin. Und genau, dann erscheint sie hier gleich direkt. Du stellst sie mal an, indem du auf sein Porträt klickst. Genau, du kannst von der Angestelltenkarte aus auch einen Arbeitsplatz zuweisen. Wo ist denn die Angestelltenkarte? Die Angestelltenkarte. Müssen wir noch einen Platz zuweisen? Wir machen mal noch was. Wählen wir mal den aus. Okay. Sollen wir jeden mit einem... Wir füllen mal die Arbeitsplätze. Wir machen aber wie gesagt nur... Wobei hier gibt es auch eine Nachtschicht. Wir machen erstmal nur die Tagesdienste. Klicken wir wieder auf Weiter. Sehen wir uns deine Angestellten genauer an. Öffne eine Angestelltenkarte deiner Mitarbeiter. Klicke entweder im Verwaltungsmodus auf einen besetzten Arbeitsplatz oder auf dem Angestellten im Spielmodus. Ja, wir gehen mal auf Arztzimmer. Und klicken mal die Rachel Thomas an. So, jeder Mitarbeiter hat verschiedene Werte, das Erfahrungslevel, die Fähigkeiten und die Spezialisierung. Für technische Assistenten und Pfleger gibt es 3 Erfahrungsstufen, für Ärzte 5. Wenn ein Mitarbeiter ein Level aufsteigt, werden weitere Spezialisierungen verfügbar. Okay, die hat aktuell, ja, die Eigenschaften haben wir ja alle aufgedeckt für Entgelt. Sie ist ein spezielles. Was bedeuten diese? Das, ach, das sind die Level. 1, 2, 3, 4. Ach, sie ist schon Level 5. Nee, das hier oben ist der Level. Was hat das zu bedeuten? Diese Mannekickens hier. Oder diese Schachfiguren. Was heißt das? Das weiß ich leider nicht. Das ist der Abteilungsleiter? Oder haben wir... Ah. Wenn ein Mitarbeiter ein Level aufsteigt... Okay, wir haben vielleicht noch keine Spezialisierung und... wir müssen vielleicht noch Level aufsteigen. Ich weiß es nicht. Wir wählen mal einen anderen an. Vielleicht Chefarzt. Ah, okay. Das sind dann die Spezialisierungen wahrscheinlich. Assistenzarzt. Und da Rachel Thomas schon etwas höheren Level anscheinend hat, ist sie Spezialist. Vermute ich jetzt einfach mal. Ach nee. Die, die Sterne sind die Zufriedenheit und das sind tatsächlich die Level. Das ist ein bisschen doof. Okay, und das ist der Abteilung, beziehungsweise die Abteilungsleiterin. Spezialisierung, hier unten sind die Spezialisierungen. Anästhesie und Notfallmedizin. Und letzten 20 Patienten. 50% Bewertung nur. Gut, die ist auch recht neu. Diagnoserate 0. Gut, sie hat auch noch keinen Patienten behandelt. Das wird dann mit der Zeit kommen. Klicken wir auf Weiter. Fähigkeiten sind spezifisch für die jeweilige Mitarbeiterkategorie, können aber mit der Zeit verbessert werden. Du kannst mehr über die individuellen Fähigkeiten in den Kurzinfos lernen. Genau, wenn wir wahrscheinlich hier draufhalten.
Das sind ja die Spezialisierungen. Ne, Fähigkeiten. Wo sind die Fähigkeiten? Hier sind die Fähigkeiten, genau. Die Qualifikation in der Allgemeinmedizin erlaubt dem Arzt, grundlegende Untersuchungen und Behandlungen durchzuführen und beeinflusst ihre Geschwindigkeit. Okay. 76% ist ja ein ordentlicher Wert, vermute ich mal. Die Qualifikation in der Diagnose beeinflusst, wie oft der Arzt Fehldiagnosen stellt oder einen anderen Arzt zu Rate ziehen muss. Okay. Da ist ja auch recht fit. Sollte eigentlich mit der klar gehen. Wir können ja mal zum Vergleich mal so eine Assistenzärztin nehmen. Die hat hier zum Beispiel 0 und 0, also die hat deutlich weniger Fähigkeiten. So eine Assistenzärztin kostet aber dementsprechend auch weniger Lohn. Spezialisierungen geben dir die Möglichkeit, in bestimmten Abteilungen zu arbeiten oder erlaubt es, in Räumen spezielle Untersuchungen oder Behandlungen durchzuführen. Genau, wir hatten ja, glaube ich, bei der Rachel Thomas Spezialisierung, nämlich Notfallmedizin und Anästhesie. Das heißt, sie kann ja diese Spezialisierung auch durchführen. Die Notfallmedizin gibt den Ärzten Zugriff auf spezialisierte Verfahren zur Diagnose und Behandlung von kritischen Patienten während eines Notfalls. Das hat hier anscheinend jeder, weil das ja auch die Abteilung Notfallmedizin ist. Aber sie hat zusätzlich noch die Anästhesie. Also sie kann ja auch als Anästhesist arbeiten und gibt kollabierten Patienten, die von ihm stabilisiert wurden, eine extra Überlebenschance. Reduziert Todeswahrscheinlichkeiten bei kollabierten Patienten, reduziert postoperative Komplikationen. Soweit zu den Fähigkeiten. Ärzte können entweder eine oder zwei Spezialisierungen haben. Die erste erlaubt es, grundlegende Arbeiten in einer bestimmten Abteilung durchzuführen, wie in dem Fall die Notfallmedizin, und steht allen Ärzten ab Level 2 zur Verfügung. Die zweite bezieht sich in der Regel auf Operationen oder Diagnosen und ist ab Level 4 Chefarzt verfügbar. Genau, sie hat halt die Anästhesie und der hier hat die fortgeschrittene Diagnose. Sie hat nichts, weil sie nur Assistenzärztin ist und sie ebenfalls nicht. Und der Fraser Martin ist ebenfalls mit fortgeschrittener Diagnose spezialisiert. Durch Zuweisung von Rollen kannst du kontrollieren, welche Aufgaben ein Mitarbeiter ausführen darf. Auf diesem Weg kannst du sicher gehen, dass der Mitarbeiter frei ist, wenn er wirklich gebraucht wird. Ein Beispiel wären da die Operationen. Sehen wir uns die Verwaltungswerkzeuge für das gesamte Krankenhaus an. Öffne die Krankenhausverwaltungskarte, indem du auf eine der Kategorien im Hauptfenster klickst. Hier unten. Rettungswagen. Okay. Diese Karte beinhaltet fünf Kategorien. Abteilungsstatistik. Bisschen zur Seite schieben. Genau, Abteilungsstatistik, Versicherung, Ambulanzen, Budget und Statistik. Wirft hier öfter mal einen Blick rein, um die notwendigen Rückmeldungen zum Betrieb eines effizienten Krankenhauses zu bekommen. Abteilung kann man sich hier mal so ein bisschen angucken. Wir haben aktuell 0 Patienten, 0 Überwachungsräume, 0 Traumazentren und ja, 0 tote Patienten. Auslastung ist alles nichts. Wir haben auch aktuell noch nichts gestartet. Bereitschaftszimmer nichts. Schwesternstation haben wir auch keine. Personalzufriedenheit ist ganz gut. Patientenzufriedenheit gibt es aktuell auch noch nicht, weil wir noch keinen haben. Und hier haben wir noch einiges an Statistiken, die man sich einsehen kann. Heute und auch in verschiedenen Zeiträumen anscheinend. Was haben wir im nächsten Reiter? Die Krankenkassen. Gut, die hatten wir schon im anderen Tutorial. Da werden ab und an auch unterschiedliche Krankenkassen freigeschaltet. Dann haben wir noch, ja, hier die Rettungswagen. Rettungswagen, ja, haben wir wahrscheinlich aktuell zwei im Umlauf. Man kann zusätzlich noch Rettungswagen kaufen. Okay, hier ist unser Budget. Wird aktuell auch nicht wirklich viel angezeigt. Wahrscheinlich kommt das alles im Laufe des Spiels. Und hier haben wir noch einige Statistiken, wie viel Personal wir haben, wie viele Patienten, wo die verteilt sind und so weiter. Genau, wir klicken wieder auf Weiter. Kommen wir nun zum besten Teil unser Krankenhaus benötigt jetzt eine funktionierende stationäre Aufnahme in der Allgemeinchirurgie.
Okay, switch to Department Management and select General Surgery Department. Genau, wir haben hier die Abteilung Radiologie, Notaufnahme und hier ist die Chirurgie. Da klicken wir mal drauf. Zack und check, jetzt ist es auf einmal auf Englisch, wieso auch immer. Check what rooms are missing at General Surgery Department and build them. Remember that rooms with red numbers next to them are mandatory. Tooltips for rooms on the list provide some extra information. Okay, das hatten wir schon. Also wir sollen jetzt die benötigten Räume und Einrichtungsgegenstände bauen, um eine funktionierende Chirurgie oder Allgemeinchirurgie ja, zu eröffnen in unserem Krankenhaus, beziehungsweise in diesem vorgefertigten Krankenhaus. Wir haben hier schon einige Räume. Ich vermute, dass das schon zu dieser Allgemeinchirurgie zugeteilt ist und hier nur noch die Räume finden, beziehungsweise die Einrichtungsgegenstände fehlen. Vermute ich jetzt einfach mal. Beziehungsweise hier sind ja schon noch leere Räume. Vielleicht können wir die ja auch nutzen. Man mal so einsehen, für was diese Räume zuständig sind? Nee, ne? Diagnostik. Ach nee, das ist ein Diagnostikraum. Was ist das für ein Raum? Kann man einsehen, was für Räume das sind? Das ist Schwesternzimmer. Das ist ein Bereitschaftsraum. Normalstation, Aufenthaltsraum, Abstellraum. Okay, hier werden wir, in diesen zwei leeren Räumen werden wir unsere. Wobei wir haben schon. Okay, wir haben hier einen Bereitschaftsraum, haben wir schon. Haben wir hier. Wir brauchen Operateure. Okay, ein Operateur. Wir brauchen einen Bereitschaftsarzt. Spezialisiert in der operativen Chirurgie. Und hier oben fehlt uns noch eine Überwachungsstation. Okay, die fehlt uns noch. Den Rest haben wir. Die werden wir wahrscheinlich dann hier bauen, die Überwachungsstation. Klicken wir mal an und kann man die hier zuteilen, diese Überwachungsstation? Genau, die machen wir mal 12x6. Die Frage ist, wie groß muss die eigentlich sein? Überwachungsstation bietet ein hohes Maß an medizinischer Versorgung für stationäre Patienten. Mindestbenötigtes Personal, ein Arzt, eine Krankenschwester, Personal aus Bereitschaftsraum und Schwesternzimmer. Okay, die werden dann daraus bezogen. Und minimale Raumgröße ist 4x3 nur. Für benötigte Ausrüstung klicke auf die Raummarkierung am Boden im Verwaltungsraum. Genau. Dann klicken wir hier mal rauf und wir brauchen hier Krankenhausbetten. Modernes Krankenhaus. Nehmen wir mal die modernen. So, wie machen wir das denn? Wollen wir hier? Wie viel machen wir denn hier? Was brauchen wir denn hier noch? Bettkonsole. Wollen wir hier 4? 1, 2 oder 3 eher, würde ich sagen. Machen wir mal 1, 2 und 3. Patientenmonitor, das wird wahrscheinlich jeder brauchen. 1, 2, 3. Bettkonsole. Ja, wo machen wir das denn? Bettkonsole. Machen wir das hier so neben? 1, 2, 3. Machen wir das mal so. Nachttisch. Ja, hier so neben 1, 2, 3. Defibrillator auf dem Nachttisch ist eher nicht so. Ja, so ein Defibrillator einfach hier so. Oder so ein Wanddefibrillator macht ja mehr Sinn. Machen wir so einen Wanddefibrillator einfach mal direkt am Eingang. Okay, es ist an der Zeit, einen Chirurgen für den Tagdienst im Bereitschaftsraum anzustellen. Wenn du mit einem Mauszeiger für die Berufe fährst, erhältst du Tipps dazu, welche Spezialisierung benötigt wird. Diese können durch Anstellungskarten gefiltert werden. Um über eine funktionierende Klinik und Aufnahme zu verfügen, müssen alle roten Warnhinweise beseitigt werden. Genau, hier fehlt im Prinzip nur noch ein Operateur, also ein Chirurg. Der muss im Bereitschaftsraum angestellt werden. Wo ist denn der Bereitschaftsraum? Huch. Mit der Steuerung muss man ein bisschen klarkommen. Schwesternzimmer, Diagnostik. Hier ist der Bereitschaftsraum. Okay, wir brauchen hier einen Operateur. Wir haben hier ein
Oberarzt? Okay, sind das nicht schon Chirurgen? Na, ich verklick mich hier immer. Hier sind doch schon. Oder brauchen wir hier noch? Wo kann man sich jetzt die, wenn du mit dem Mauszeiger auf die Berufe fährst, wo sind die Berufe? Ach, hier wahrscheinlich. Genau, ob spezialisiert in operative Chirurgie. Okay. Benötigt Tag 1. Wahrscheinlich benötigen hier noch welche. Hier ist ein Spezialist. Wir fügen mal hier noch welche ein. Wie ist das? Ich will mir das mal angucken, wie das aussieht. Okay, aber hier sind doch Ärzte. Warum benötigen wir noch welche? Oder sind das nochmal andere Ärzte? Ein Oberarzt, Allgemeinmedizin, Allgemeinchirurgie. Okay. Operation 0. Haben doch schon für den Tagesdienst sowas. Okay. Egal, wir machen mal. Wir klicken mal hier rauf und. Ach nee, wir haben nur für Allgemeinchirurgie und Operateure. Das sind nochmal spezielle. Dann klicken wir hier mal drauf und das sind nochmal Spezialisten, extra Spezialisten. Okay. Dann spezialisiert in operative Chirurgie. Okay, das ist nochmal etwas was anderes. Dann wählen wir hier mal einen aus. Wen haben wir denn hier? Michael Hernandez, der hat 13%. Bisschen wenig. Der hat 46%, der war vielleicht ein bisschen besser, ist 73 Jahre allerdings schon alt. Der hat 49, der wäre sogar noch ein bisschen besser. Ist auch etwas jünger, der Richard Scott, und der hat 19. Dann nehmen wir mal den hier, der ist auch ein bisschen günstiger, hat aber in der Allgemeinchirurgie halt etwas, ja, jetzt weniger Fähigkeit, aber da wir ja einen für die operative Chirurgie benötigen, wählen wir mal den Richard Scott aus. Und genau, dann haben wir den Schritt erledigt. Da wir jetzt die stationäre Aufnahme am Laufen haben, wird uns ein Rettungswagen unseren ersten Patienten bringen. Das sollte nur eine Minute dauern. Okay, können wir uns das ansehen?